Sie waren mal wieder für Volk und Vaterland und natürlich für Gottes Lohn unterwegs. Der Wimmerbubi und sein Spezi Karl-Heinz Heindl. Der harte Winter hatte der Lok am Zimbacher Bahnhof stark zugesetzt. Also hieß es wieder schleifen, spachteln, grundieren und lackieren. Und ich wollte die beiden diesmal mit der Kamera begleiten. Also gehen wir so. Die Tage vergingen und am Schluss stand die Lok am Simbacher Bahnhof wieder wie neu auf dem Gleis. Na, wenigstens dem Wimmerbubi wurde diesmal noch ein Denkmal gesetzt.